Hi Leute, ich habe von Stefan0719 noch einen Hochspannungsgenerator bekommen. Hochspannungsgenerator HG3000. Eingang 9 bis 14 Volt DC, Ausgang 2000 bis 3000 Volt AC 5 mA. Am Ausgang muss ein geschlossener Stromkreis entstehen. Es müssen entweder beide Kontakte berührt werden, Doppelleitung legen, oder ein Anschluss wird tief geerdet. Die LED zeigt an, wann die Hochspannung induziert wird. Die Frequenz ist am Steckpulti einstellbar. Das ist wohl für Weidezaun oder so. Okay, gucken wir mal. Ich habe das Ding jetzt mal aufgebaut, plus und minus angesteckt und werde jetzt da mal 14 Volt reinlassen. Weil da steht ja Eingang 9 bis 14 Volt, Ausgang 2000 bis 3000 Volt AC 5 mA. Okay, dann schalte ich mal ein. Beide Soundtester habe ich dran und da leuchtet nichts. Dann gehen wir ein bisschen weiter weg von. Ja. Hier springt was über. Hier nicht mehr. Da springt es noch über. 1 mm würde ich sagen. Die sind 2,54 mm auseinander. Aber das hier, das sagt weniger als 1000 Volt. Nicht eins leuchtet. Okay, dann tun wir das mal direkt dran. Ich habe da noch ein Mittelwellenradio stehen. Schalten mal wieder ein. Ich glaube, jetzt hört man es schon. Vielleicht kann man es auch sehen. So ist das Ganze als Mittelwellensender gut und USB disconnected auch. Auf Kurzwelle sind die aber gut. Ja, ist ja nicht ganz gut. Jetzt ist da noch ein Potti dran. Den kann ich mal verdrehen. Drehen wir mal nach links. Ah, da wird es kürzer. Mal weiter nach links. Kürzer und schneller. Das war's. So wird es aber auch nicht mehr. Das Ding nimmt 70 mA auf an 14 Volt. Naja, 80 mA. Also anfassen möchte ich da trotzdem nicht unbedingt. Aber es ist eher schwach. Da ist ein NE555 drauf. Ein BT137, oder? Schau mal, ein BT139 ist es, ein BT139, ein NE555 und ein Widerstand hier und das war's eigentlich schon. Ein Elko, dann Elko und ein Trafo und ein paar. Viel ist nicht drauf, viel ist echt nicht drauf. Ich kann es mal nach rechts drehen. Geht's länger, mal ganz nach rechts. Das macht das mal länger und die Pausen auch länger. USB hat mich wieder disconnected. Ja. Also als Funkensender echt gut. Jetzt mal das Radio aus. Als Funkensender echt gut, aber ich schätze mal, dass es nur 1000 Volt sind. Wobei der hier noch gar nichts anzeigt. Also auch wenn ich ihn direkt dran habe. Das ist 1 mm. Ich mach mal etwas größer. Der springt schon wieder. Da werden es knapp über.
von einem zum anderen sind 2,54 und das ist gerade mal 1 mm. USB ist mir wieder ausgestiegen. Also Funkstellungen damit machen klappt schon mal. Aber ob das als Weidezaungerät geht, ja, USB steigt mir wieder aus. Sagt halt gar nichts. Ich kann die Spannung auch runtersetzen. Ich kann auch hier mal überspringen lassen. Ah! Wenn ich hier einen Licht überspringen lasse, dann geht es auf 1000 und das 1500, 2000 leuchtet auch. Okay. Gut, dann sind es wohl doch so 1500 Volt, die aber bei Belastung gleich wieder einbrechen. Wenn ich das weiter weg tue, springt kein Funke mehr über. Wenn ich es näher ran tue, leuchtet nur noch das. Wenn ich es noch näher ran, gar nichts mehr. Weiter weg, da was gerade noch so überspringt, da leuchten die beiden. Gerade noch so. 1500, 2000. Ja. Also es kann schon sein, dass es 2000 bis 3000 Volt sind. Aber belastbar sind die nicht wirklich. Vor allem, weil die bei 1 mm schon wegbrechen. Ja, das sind 2,54 oder 2 mm. Da springt es noch nicht über. Erst ab da. Gut, die Perspektive ist auch etwas doof. Mal von der Seite. Ab da springt es über. Ja. Leistung ist kaum dahinter. Beziehung. Danke Stefan für den schönen Hochspannungsgenerator. Mal schauen, was man damit noch so anfangen kann. Okay.